Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich willkommen und ein freundliches Servus aus Bayreuth. Ich stehe hier im italienischen Schlösschen, das ist ein wunderbar gestalteter Anbau des sogenannten Neuen Schlosses hier in der Stadt. Unweit von hier findet das Bayreuth Baroque Opera Festival 2021 statt. In diesem Jahr, Anfang September, ging das Barockfest in der oberfränkischen Wagnerstadt bereits zum zweiten Mal über die Bühne. Der Initiator und künstlerische Leiter, Star-Countertenor Max Emanuel Zencic, hatte nach dem höchst erfolgreichen Festivalstart im vergangenen Jahr erneut ein reiches Programm zusammengestellt. Opern- und Oratorienaufführungen, flankiert von Konzerten, dies alles mit internationalen Gesangsstars und exzellenten Originalklangformationen. Und musiziert und inszeniert in einem Ambiente, das für ein Barockfest nicht besser geeignet sein könnte, das markgräfliche Opernhaus von Bayreuth. Ein Juwel der Architektur und luxuriöser Ausstattung von betörend barocker Pracht. Am 8. September gastierte dort ein junges, außergewöhnliches Ensemble mit einem ungewöhnlichen Namen. Es kommt aus Polen und nennt sich OH, Orchestra Historyczna. Oha, historisches Orchester. 2012 formierte es sich in Katowice, seither wird es von der Geigerin Martina Pastuszka geleitet. Schwerpunkte des Repertoires bilden die italienische und französische Barockmusik. Schon beim ersten Bayreuth Baroque Opera Festival im vergangenen Jahr sorgte das Orchestra Historyczna mit Leonardo Vincis Oper Gismondo für Furore. Das diesjährige Bayreuther Konzert, das wir gleich erleben werden, ist Musica Princeps, also fürstliche Musik überschrieben und präsentiert höfische Musik in Auftrag gegeben von bayerischen und fränkischen Fürsten. Einer dieser Fürsten hat sogar selbst komponiert. Es ist der Kurfürst Maximilian III. Joseph von Bayern, der unter anderem 12 Triosonaten für zwei Violinen und Basso Continuo schrieb. Zu Beginn eine davon, gespielt vom Orchestra Historyczna unter der Leitung von Martina Pastuszka. Thank you.
Dreisätzig, kurz und knapp gestylt, Musik eines komponierenden Fürsten. Das war die Sonate für zwei Violinen und Basso Continuo in G-Dur, eine Trio-Sonate von Maximilian III. Joseph von Bayern. Dessen Großvater, Maximilian II. Emanuel von Bayern, komponierte zwar nicht selbst, aber er war ein großer Liebhaber der Kunst und der Musik, ein Mäzen. Neben vielen anderen förderte er auch den italienischen Geiger und Komponisten Michele Maschiti, ein Neapolitaner, der Anfang des 18. Jahrhunderts in Paris groß Karriere machte. Dort veröffentlichte er 1711 sein Opus 4, eine Sammlung von Sonaten. Gewidmet sind sie dem Elettore di Baviera, dem Kurfürsten Max Emanuel von Bayern. So klingt das erste Stück der Sammlung, eine Sonate für Violine und Basso Continuo. Thank you.
Martina Pastuschka und ihr Orchestra Historiczna mit Barockmusik von Michele Maschiti, gewidmet dem Kurfürsten Max Emanuel von Bayern. Musica Princeps, fürstliche Musik, so ist das Konzert des polnischen Originalklangensembles im markgräflichen Opernhaus Bayreuth überschrieben. Dabei darf natürlich die Hommage an die Hausherrin nicht fehlen, Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth, die nicht nur kunstbeflissen, sondern auch eine vielseitige Komponistin war. Ihr solides musikalisches Handwerk lernte sie bei einem Nürnberger, bei Johann Pfeiffer, ein Komponist und Kapellmeister, der nach Stationen in Weimar und Berlin 1734 nach Oberfranken kam und zum Hofkapellmeister des Markgrafen Friedrich III. In Bayreuth avancierte. Hier kommt sein Konzert für Viola da Gamba in A-Dur. Es spielt wieder das Orchestra Historiczna mit Krzysztof Firlus Viola da Gamba, Martina Pastuschka und Adam Pastuschka Violine sowie Anna Firlus Cembalo und Jan Czyszma Theorbe. Thank you.
Thank you.
Das A-Dur-Konzert für Viola da Gamba von Johann Pfeiffer, seines Zeichens Bayreuther Hofkapellmeister zwischen 1734 und seinem Tod im Jahr 1761. Die Viola da Gamba spielt auch in unserem nächsten Stück eine wichtige Rolle. Es stammt einmal mehr von dem Neapolitaner Michele Maschiti, der 1711 seine Sonaten Opus 4 dem Kurfürsten Max Emanuel von Bayern widmete. Wir hören daraus jetzt gleich die 11. Sonate, die neben den beiden Solo-Violinen und dem Basso Continuo als besondere Pointe noch einen Basso Obbligato fordert. Also ein drittes Solo in tiefer Lage, das beim Orchestra Historica von der Viola da Gamba übernommen wird. Thank you.
Bayreuth Baroque Opera Festival 2021. Heute erleben wir ein Konzert vom 8. September dieses Jahres. Zu Gast im prunkvollen Ambiente des markgräflichen Opernhauses in Bayreuth die polnische Originalklangformation Orchestra Historyczna unter der Leitung der Geigerin Martina Pastuszka. Musica Princeps, fürstliche Musik, ist das Konzert überschrieben und präsentiert dementsprechend höfische Musik aus dem Umkreis bayerischer und fränkischer Fürsten. Musik von drei Komponisten steht hier auf dem Programm, von dem Neapolitaner Michele Maschiti, von dem Kurfürsten Maximilian III. Josef von Bayern und von dem Nürnberger Johann Pfeiffer, markgräflicher Hofkapellmeister hier in Bayreuth um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Ein weiteres Werk von Johann Pfeiffer eröffnet auch den zweiten Teil des Konzerts, eine Sonate für Viola da Gamba und konzertierendes Cembalo. Ein musikalischer Dialog zwischen zwei gleichberechtigten Partnern. Die Viola da Gamba spielt wieder Krzysztof Firlus, das Cembalo Anna Firlus.
Thank you.
Thank you.
Das Orchestra Historyczna mit der Geigerin Martina Pastuszka an der Spitze. Es ist beim Bayreuth Baroque Opera Festival zu Gast im markgräflichen Opernhaus der Stadt. 1748 wurde das Theater eröffnet. Seit 2012 gehört es zum UNESCO-Weltkulturerbe und seit 2018 erstrahlt es nach denkmalgerechter Renovierung wieder wie frisch gewaschen in neuem Glanz. Und zwar im Äußeren wie auch im Inneren, mit all seiner prachtvollen Ausstattung aus kunstvoll geschnitztem und bemaltem Holz, aus edlen Stoffen und blitzendem Blattgold. Ein wahrhaft fürstliches Ambiente. Und fürstlich ist auch das nächste Stück, komponiert vom Kurfürsten Maximilian III. Joseph von Bayern. Thank you.
Thank you.
Bayreuth Baroque Opera Festival 2021. Das war aus dem markgräflichen Opernhaus der Stadt ein Konzert vom 8. September. Musica Princeps, fürstliche Musik, lautete das Motto des Konzerts. Zu Gast war die polnische Originalklangformation, das Orchestra Historyczna unter der Leitung der Geigerin Martina Pastuszka. Und das Publikum im markgräflichen Opernhaus hier in Bayreuth erklatschte sich dann noch eine Zugabe. Als Zugabe noch einmal Musik von Michele Maschiti mit dem Orchestra Historyczna. Damit verabschieden wir uns aus dem markgräflichen Opernhaus, nehmen Abschied von der verschwenderischen Pracht und Fülle, die zeitlos ist, weil sie ganz dem Geist und Schönheitssinn ihrer Zeit entspringt. Der ideale Ort für ein junges Fest der Barockmusik. Und noch zwei Hinweise, das Konzert ist auch auf unserer Webseite BR Classic Concert und auf Facebook als Demand abrufbar. Auf ARD Alpha erwartet Sie der nächste Termin vom Bayreuth Baroque Opera Festival am Sonntag, den 3. Oktober ab 21.45 Uhr. Auf dem Programm dann ein Galakonzert des Countertenors Franco Faccioli. Soweit für den Moment aus Bayreuth. Ich darf mich von Ihnen fürs Einschalten bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald wieder. Ciao, tschüss.